Moin. Hui, Moinsen. Donnerstag, 16. Juli. Bist du dir sicher? Er ist sich sicher. Donnerstag, 16. Juli. Ja, wir wollen gleich noch mal eben ein bisschen was hier den Hof fegen. Also einen roten Teppich gibt es nicht für Abgeordnete. Hier wird halt gearbeitet und kein Urlaub gemacht. Aber ein bisschen fegen darf man ja schon, ne? Aber ich wollte noch mal einmal eben kurz den Ruder zeigen. Mirkus Ruder, den er ja gestern mitgebracht hat, wo wir im letzten Vlog, wir sind ja jetzt schon in Vlog Nummer 142, wo wir in Vlog Nummer 141 gerodet haben. Das wird auch noch ein, zweimal vorkommen. Und wie gesagt, vielleicht schaffe ich ja noch mal eine Luftaufnahme. Aber das ist das gute Stück, SL57. Ist halt schon ein bisschen was älter, aber das hat echt gut funktioniert. Also dafür, dass ich nicht mehr mit der Hand die ganzen Kartoffeln ausbuddeln muss für die Tüten, ist das einfach hammergeil. Es ist wirklich geil. Das ist super entspannt mit der Bedienung. Klar musst du hinten rausgreifen. Da ist das Bedienpult, wo man dann mal eben nach hinten greift und alles steuern kann. Dafür aber nur einen Vorlauf-Rücklauf Hydraulikanschluss nötig. Deshalb geht das auch mit dem GT hervorragend. Geht im Grunde mit jedem Schlepper. Das ist schon eine feine Sache. Also ja, doch, hätte ich wohl Bock drauf auf so ein Ruder. Also ich glaube, ich muss mal sparen und dann irgendwann kaufe ich mir auch so ein Teil. Finde ich gut. Und das hat auch echt Spaß gemacht, muss ich. Also habe ich ja im letzten Vlog schon gesagt, ne? Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war mal wieder geil. Wie früher. Ja, schönes Ding. Gut, so. Genug gesabbelt. Ja, hier ist im Moment so ein bisschen Maschinenparkplatz. Die Beregnung, die kann dann auch noch mal da weg, aber ach, die lassen wir jetzt mal eben stehen. Ich weiß nicht, was ich jetzt im letzten Vlog alles erzählt hatte. Also heute kommen ja die Abgeordneten. Wer da jetzt alles genau bei ist, weiß ich nicht. Die bekommen dann ihre Betriebsbesichtigung um 17 Uhr und zu 18 Uhr hatten die dann noch andere Direktvermarkter eingeladen. Und dann wollen wir über Direktvermarktung allgemein ein bisschen schnacken. Und die Landtagsabgeordneten wollen ihr Konzept, was sie sich so ausgedacht haben für die Förderung der Direktvermarktung, ein bisschen erzählen. Eine Kleinigkeit fällt mir dazu ein. In der Einladung stand auch schon so ein grob, ja, war dieses Konzept angehängt. Und da will man, also grob zusammengefasst, quasi auch Automatenstandorte fördern und Automaten fördern. Ja, das ist im Grunde schon wieder eine Einmischung in den Markt und das kann aus meiner Sicht nicht ganz richtig sein. Ich bin gespannt, was sie heute Abend dazu sagen. Da werde ich natürlich nachfragen, wenn es nicht schon jemand anders dann tun sollte. Aber das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Grundsätzlich einfach, wenn man der Landwirtschaft tatsächlich helfen will, was ich im Moment noch nicht ganz glaube, ehrlich gesagt, nach den letzten Monaten, dann sollte man, und wenn ich mich wiederhole, dann ist das so, aber das kann man nicht oft genug sagen, dann sollte man meiner Meinung nach erstmal alle Importe auf den gleichen Standard setzen, den wir hier machen sollen, den wir hier erledigen sollen. Die Anforderungen sind im Grunde zweitrangig, es ist komplett zweitrangig. Wir können ja alles machen. Wir können ja alles machen, aber wir können nicht die Scheiße importieren und hier viel teurer produzieren, was nachher keiner kaufen will, weil wir zu teuer sind. Sprich, wenn wir hier Standards ansetzen für deutsche Produkte, dann muss das auch gelten für Produkte, die importiert werden. Ganz klar. Ganz einfach. So. Egal, ob das jetzt um Tierwohl geht, egal, ob das um Düngung, Pflanzenschutz, was auch immer, das hat verdammt nochmal bei allen Importprodukten auch so gehandhabt zu werden. Und wenn nicht, dann gibt es eben ein Importverbot. Fertig. Und wenn das nicht funktioniert aus irgendwelchen regulatorischen EU-Gründen, dann muss das halt irgendwie bezollt werden. Was weiß ich. Oder da muss ein Totenkopf drauf. Achtung, Scheiße. Weiß ich nicht. So, Mirko fährt noch ein bisschen Gülle hier weg aus der Güllekuhle. Und ich fange jetzt an hier. Da kommt er gerade. 818 mit dem Güllewagen. Weiß nicht, ob man das sehen kann. Und ich fange jetzt hier an, ich will noch mal einmal eben kurz die Halle ein bisschen durchfegen. Da hinten habe ich gestern leider die Abfallkiste nicht runtergestellt. Manchmal ist man auch ein bisschen zu blöd. Da gehe ich noch bei.
dann fege ich einmal durch und dann soll es das hier auch gewesen sein, dann ist auch gut. So, zu den Kartoffeln noch ganz kurz, die wir gestern geholt haben. Ich mache nochmal eben das Licht an. Ich habe ja gestern schon ein paar abgepackt und dann habe ich, ach, muss noch eine Rechnung schreiben, das habe ich vergessen, das muss ich gleich nochmal eben machen. Diese habe ich nochmal nach draußen gestellt gehabt über Nacht und die sehen jetzt echt gut aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, ist wahrscheinlich zu dunkel, aber die sehen wirklich gut aus, die sind schön abgetrocknet. Da soll noch ein Lüfter wieder ran, dass der Rest auch noch eben rauspustet. Hier kann man ja super durchpusten, da muss ich gucken. Vielleicht oben ran oder so, keine Ahnung. Im Moment ist der eine Lüfter noch an den Säcken für Hofmeierholz. Die holt er ja nachher ab, dass die auf jeden Fall trocken gelüftet sind. Das sieht soweit ganz gut aus. Da können wir ja auch noch mal kurz gucken. Hatte ich aber, glaube ich, im letzten Vlog auch schon gezeigt. Ne? Ich kriege das langsam auch so ein bisschen durch den Tüdel. Wir machen uns mal eben, hoppala, das Licht an. Dann können wir doch mal eben rauf gucken, wenn die Kamera das lichtmäßig hinkriegt. Sehr düster. So, da pustet der Lüfter. Ja, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Aber die sind wirklich jetzt trocken. Das ist gut, da kann ich gleich den Stecker mal. So, das meiste ist gefegt, hier ist fertig, also auf jeden Fall ausreichend, ne? Finde ich. Siloplatte hatte ich gefegt, da vorne habe ich lang gefegt, da stand der Güllewagen eben noch, den Rest vorm Stall muss ich gleich noch einmal, aber ich musste jetzt mal eben unterbrechen, weil der Jüngste war eben mit auf dem Stapler und der ist mir auf dem Stapler eingepennt. Den habe ich jetzt in den Kinderwagen gelegt, der soll sich mal erstmal in Ruhe ausschlafen und dann geht's weiter. Jo. Beziehungsweise ich kann ihn vielleicht auch da gleich an der Seite stellen und den Rest dann eben fertig fegen. Und dann... Danke. Dann die Haufen zusammensammeln. Hier habe ich das eben mit der Karre weggenommen. Rest mache ich nachher mit dem Weidemann. Die Haufen, die ich zusammengefegt habe, eben aufsammeln. Und dann soll das gut sein. Ja. Dann können sie kommen. Habe ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Jetzt ist 10:30. Dann muss das reichen. Also später. Mahlzeit. So, naja, Mahlzeit. Schon wieder 13:30. Stimmt die Uhr? Kann man das angehen? Alter Scheiße. Muss ja glatt mal in meine Uhr gucken hier. Tatsächlich. Deibel. So. Ich wollte hier noch mal eben ganz kurz was zu erzählen. Wer sich erinnert, wir haben ja da hinten irgendwo den neuen Brunnen gebaut und da ist ein Brunnen, der zurückgebaut werden muss. Wir haben jetzt die Entnahmegenehmigung bekommen, Post vom Landkreis. Das sind jetzt irgendwie 7000 irgendwas, knapp über 7000 Kubikmeter im Jahr, die wir hier entnehmen dürfen, maximal. In trockenen Jahren kann das ein bisschen höher, aber das muss im Mittel dann wieder passen. Ist aber ja auch, das Mittel ist kein Problem, weil wir ja, weiß nicht, maximal alle 3 Jahre hier mal beregnen. So, und wo wir gerade bei, deshalb bin ich aber nicht hier. Weswegen ich hier bin, ist, ich wollte mal eben gucken, wie staubig das ist. Und das ist, ja, da sitzt noch ein bisschen Feuchtigkeit. Nein, das ist hier ja Sand, das wisst ihr ja, habe ich ja mehrfach erzählt. Aber so ganz geil ist das nicht. Und da muss noch richtig was passieren hier.
Zählen wollen wir jetzt eben nicht, das ist jetzt egal, aber das ist leicht feucht. Aber hier, da muss noch richtig Feuer ran. Da muss noch mal richtig was kommen. Die sind noch lange nicht weit genug. Da, wenn ihr euch erinnert, wie weit die Prinzessin, die wir mit dem Ruder im letzten Flock gerodet haben, oder auch in dem Flock davor, wo ich mich so fürchterlich aufgeregt habe über die Beregnung, die da freigespült wurden, das ist ein ganz anderer Schnack. So, aus dem Grunde werden wir wahrscheinlich morgen hier nochmal die Beregnung aufstellen, dass wir hier auf jeden Fall auf dieser Seite wieder anfangen, dass hier nochmal Wasser raufkommt. Regen ist jetzt nicht nennenswert angesagt. Ja, hilft nichts. Da muss er nochmal beigehen. Gut, das dazu. Abgesehen davon habe ich mit einem aus dem Dorf gesprochen, der einen Drescher hat. Ich habe ihn mal gefragt, ob er morgen wohl Zeit hat. Und was soll ich sagen? Hat er ja gesagt. Also wollen wir morgen mal die Wintergäste runternehmen. Das Stroh ist nicht schön. Also das könnte schöner sein. Ein anderer Nachbar hatte das schon erzählt. Der war da schon vorgestern, glaube ich. Vorgestern war er dabei, hat das gedroschen. Und das Stroh war wohl nicht so geil. Und ich hatte bei uns nochmal geguckt, das sieht tatsächlich nicht mehr so schön aus. Also eigentlich nehmen wir das Gästenstroh ja gerne mit für die Kühe, mit zum Füttern, zum Untermischen in der Ration. Ja, müssen wir uns angucken, wenn es ab ist. Müssen wir uns angucken, wenn es soweit ist, wie es dann aussieht. Aber ja, so im stehenden Bestand ist das tatsächlich nicht sonderlich schön. Mal schauen, was davon wird. Ja, aber das ist ja nicht viel, das ist ja keine große Fläche, gut 3,5 Hektar oder was, dann ist der Quatsch ja schnell runter. Und dann müssen wir sehen, wie das mit dem Stroh dann passt, wie der Wetterbericht dann aussieht, was das Wetter macht. Mal gucken. Ich habe jetzt offen gestanden heute noch gar nicht in den Wetterbericht reingeguckt, aber gestern hatte ich geguckt, da sollte heute und morgen trocken sein. Wenn sich das ändert, dann kann man das Dreschen immer noch verschieben, aber erstmal ist das jetzt so angesetzt. Jo, das dazu. Ich fahre jetzt, ich wollte hier nur mal eben gucken und habe gedacht, da kann ich euch ja auch eben mit zeigen. Bin aber trotzdem noch ein bisschen in Zeitdruck. Muss jetzt wieder nach Hause den Rest noch im Schier machen. Und dann geht das heute auch ein bisschen früher in den Stall, weil das um 5 ja schon losgeht. Um 5 wollen ja die Abgeordneten schon da sein. Vorher Constitution wäre vielleicht auch nicht verkehrt fürs allgemeine Wohlbefinden. Und ja, dann mache ich mal Betriebsführung. Und dann 18 Uhr Palaver. Ich bin gespannt, wie das wird. Ja, jetzt allzu große Hoffnung oder Erwartung habe ich ehrlich gesagt nicht. Also da das Thema, mit dem Thema bin ich irgendwie durch. Also dass ich da jetzt wieder irgendwelche Hoffnung machen sollte, das wäre fatal, dann bin ich nachher nur enttäuscht. Und andersrum ist es eigentlich schöner, ne? Wenn man mit keinen Erwartungen in ein Gespräch geht und vielleicht ja doch irgendwann mal positiv überrascht wird, das ist auch viel, 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 viel schöner. Natürlich auch für alle Beteiligten. Gut, so. Afner Husen bei Instagram fragte einer nach dem, wie die Blühfläche aussieht. Das hatte ich ja in einem YouTube-Video gezeigt und hatte das auch bei Facebook gepostet. Ich habe demjenigen dann geantwortet und habe gesagt, guck mal bitte bei auf unserer Facebook-Seite, da ist das. Ich fahre da jetzt nicht rum, ich habe da jetzt keine Zeit zu. Machen wir auf jeden Fall nochmal in den nächsten 1-2 Wochen. Ist ja auch kein Problem, aber jetzt gerade ist schlecht. So, dann können wir hier nochmal eben gucken. Hier hatten wir ja das Heu gemacht. So sieht es jetzt hier aus. Und man kann das auch erkennen, warte mal, von wo erkennt man das, wenn man hier mal so zwischendurch guckt, dass auf den hinteren Flächen, also da ist wirklich gar nichts los, ne? Da ist viel, viel holziges Zeug, Binsen da hinten mit bei und so, also das ist jetzt nicht unbedingt so die Qualitätsweide hier. Und das wird es auch nie wieder werden, nie wieder, da das Ganze hier in Naturschutz geht. Vor langer Zeit war das auch eine Wiese hier vorne. Das ist aber auch schon sehr lange her.
Wir hatten vor ganz vielen Jahren da hinten auch mal Rinder laufen. Aber das ist noch länger her. So, für heute Abend zwei lange Tische. Ja, mal gucken, wie es passt. Wenn es denn doch mehr werden sollten, als sich angemeldet haben, dann haben wir ja noch genug andere Tische. Aber wenn das Wetter so bleibt, dann werden wir uns auf jeden Fall nach draußen setzen. Ist ja schöner. Jetzt kann ich euch das auch noch eben zeigen hier mit den Schirmen, was ich neulich sagte. So sieht das aus. Also das finde ich schon echt schön. Da kann man gemütlich sitzen. Oder was meint ihr? Gerne mal kommentieren. So, Björn war hier auch richtig fleißig. Das hat er hier in dem Unterstand, hat er noch Steine gesetzt. Ja, Grill steht da, die wollten ganz gerne ein bisschen Bratwurst haben, die soll es dann natürlich auch geben. Der steht sonst nicht hier, aber ja, dafür ideal. Also das ist echt geil geworden. Da gibt es nun absolut nichts zu meckern, würde ich mal so sagen. Schöne Sache. Was ist denn hier los? Moin. Was ist denn hier los? Moin. Möchte irgendjemand nicht gefilmt werden? Ich hab euch alle. Ich hab euch alle. Wie ihr euch eigentlich die Zukunft der Familie, die hier alle so stehen, der Betriebe vorstellt und ob ihr noch der Meinung seid, dass Landwirtschaft in Deutschland gewünscht ist und wie ihr der Meinung seid, das Ganze mal in die Bundespolitik weiterzutragen. Wir wissen, dass einige von euch dicht hinter uns stehen und auch das Möglichste tun, aber das reicht einfach nicht aus. Ja, Eike, vielen Dank. Ich will die Chance nutzen und ich freue mich, dass so viele da sind, dass wir auch mal wieder einen Vlog einschlagen können. Und um deine Frage zu beantworten, oder Nele, was du das, ich weiß es gar nicht. Natürlich hat die Landwirtschaft eine Zukunft. Und deswegen bin ich eigens in den Landtag gegangen und habe mich aus der Landwirtschaft heraus in den Landtag reinwählen lassen. Erstens, weil ich Bock auf Politik habe. Und zweitens, weil ich für die Landwirtschaft da bin. Ich komme aus dem System. Strom. Ich bin in Hannover, um für die Landwirtschaft zu kämpfen. Es ist immer noch der 16. Donnerstag. Die ganze Demo ist abgerückt, aber wir haben noch eine ganz andere Story. Moin. Wer ist das denn? Moin! Wer ist das denn? Wir haben eine total bekloppt. Wir haben jetzt jeder ungefähr ein Bier getrunken. Stimmt, oder? Ja, ein Bier. Richtig? Ja, doch, kommt. Hast du auch ein Bier gehabt? Ein Bier. Okay. Wir hatten jeder ein Bier. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir probieren was aus. Wir bauen jetzt die Zange gemeinsam ab und dann nimmt Lukas den Schlepper mit nach Hause. So machen wir das. So, jetzt erstmal provisorisch den Bottich hier für die Hoshis wieder füllen. Ich muss hier nochmal einen Abzweiger ranbauen, einen Schlauch, das ist sonst an der Tränke für die Kühe dran. Jo, moin oder hui. Aber für hui ist das schon zu spät. Jetzt ist es gleich 11 Uhr. Freitag, 17. Juli. Mann, war das verrückt gestern, ey. Alter Schwede. Krass, also ein bisschen was habe ich ja euch schon gezeigt hier. Ich weiß nicht, wie die Aufnahmen geworden sind. Mirko hatte die andere GoPro zwischendurch noch mal mit. Hat auch noch ein bisschen gefilmt. Wir werden sehen. Und Nils Steinburger Agrar Action war zufällig da. Der hat dann aus der Luft noch ein bisschen mitgefilmt. Also
schon geil. Bin gespannt, wie es aussieht. Jo, und dann die verrückteste Story überhaupt ist ja echt mit Lukas. Kuxland Agrarvideos. Er hat dann tatsächlich den 414 mitgenommen. Lohnunternehmen Dittmar aus Westerholz hat den spontanen Tieflader bereitgestellt. Den hat er da abgeholt. Und dann ist er zu sich nach Hause, metrisch aufladen. Und dann kommt jetzt demnächst hier Nachmittag irgendwann an damit. Manchmal ist das einfach zu bekloppt, aber geil. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Ob das alles so klappt, werden wir sehen. Jetzt klingelt das Telefon später. Zack! So, ich sitze im Autowagen. Das hat aber nicht den Grund, dass ich jetzt euch wieder voll labern will im Autowagen, sondern Sigi hat gerade angerufen. Das ist hier Berufskollege aus dem Dorf, der einen eigenen Drescher hat und der will uns die Gerste runterdreschen. Und er sagte eben, der rief eben an, er würde jetzt wohl anfangen wollen, jetzt plus minus, keine Ahnung, vielleicht ist er schon da. Ich will mal eben hingucken, weil da muss ja ein bisschen was stehen bleiben, damit Lukas dann auch dreschen kann. Ne? Wenn er jetzt schon den Drescher extra holt, dann soll das ja auch so losgehen. Schauen wir mal. Bin sehr gespannt. Sollte das dann nicht hinhauen, dann würde sie hier auch nochmal auf dem Abend, heute Abend, wenn er dann durch ist, würde er nochmal eben wiederkommen und den Rest dreschen. Also ist das alles kein Thema, alles kein Problem, gibt keine Verluste dadurch, nur hoffentlich ganz viel Spaß und für euch vielleicht auch ein paar interessante Bilder und für Lukas natürlich auch, weil ist ja Ersteinsatz, ne? Krass, Mann, das ist schon krass. Ja, dann müssen wir nur noch gucken, dass wir dann, sobald er hier ist, den Tieflader wieder hinkriegen, das wird auch Zeit jetzt. Ja, jetzt ist das gleich 10 vor 12. Ja, und dann wird das spannend nachmittags. Mal gucken. Später, oder beziehungsweise wenn er schon da ist, nimmt sich gleich die Kamera nochmal an. Denn. Dafür. Das Stroh ist hier am Vorgewende, ne? Am Vorgewende aber noch ein bisschen nicht so soll, wie es sein soll. Ja, mal gucken. Ich will nachher noch mal eben im Wetterbericht gucken, wie da die Aussichten sind. Reinregnen soll es auf keinen Fall. Aber wenn das jetzt noch sich ein bisschen hält, dann muss das Stroh eigentlich noch ein bisschen liegen. Ein bisschen mit durchtrocknen. So, jetzt machen wir erstmal Mittag und dann will ich mal sehen, was Lukas sagt, wie weit er ist. Später. Bisschen, was ist die
Könnte ich doch mal nachgucken, aber vielleicht ist das auch nicht stramm dran. Bremsen tut er aber. So, ich habe jetzt, hole jetzt den ersten Wagen eben weg, kipp das Ganze ab und stelle den Wagen noch wieder hin. Wir wollen ja was stehen lassen, also wahrscheinlich wieder. Na, hey, warum ist das so schwierig? Entschuldigung. Immer noch, ne? Verdammt. Wahrscheinlich wird er den gar nicht mehr brauchen. Ja, und mit dem Löscher von Lukas werden wir auf diesen Wagen wahrscheinlich nicht raufkommen. Aber was sehen wir denn? Wir sind ja nicht weit weg von zu Hause. Dann kann ich den auch leer wieder wegholen. Und dann muss ich mir jetzt noch mal irgendwas einfallen lassen. Wie wir das Stück, was Lukas dreschen will, wie wir das abtransportieren. Das ganz blöd läuft vorne an der Schaufel und mit dem Frontrad auf dem Akku leider. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Später. So, der New Holland ist nun verschwunden. Da so ein bisschen drauf, einen anderen habe ich nur abgekippt. Gefühlt ist der Ertrag jetzt nicht so geil, leider. Aber gut, die Toten sehen wir nach dem Krieg. Ne? So, jetzt habe ich unser Mengele noch mitgebracht, ohne Aufsatzbrett allerdings, aber ist egal. Und dann ist das hier jetzt mal eben stehen geblieben, wo Kuxland Agrar dann mal den Drescher testen kann. Scheiße, da sieht man nichts. Aber ich muss noch eben schnell einen Schluck trinken, das hilft mir nichts. Na, wer kommt da denn? Moin! Was ist hier los? Wie geil, ey! Drescher bestellt. Was? Drescher bestellt. Ich hab einen Drescher bestellt, ja. Hast Zeit oder was? Ja. Ja. Hast einen schönen Schlepper, sag mal. Moin. 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 Also, Heinfried und Torben Dittmar, vielen Dank nochmal. Jetzt hassen. Warte mal, ist auf. So. Geht doch. Mut zur Lücke! Mut zur Lücke! Nachgesehen.
schon. Ja, von der Theorie ist das schon mal alles richtig.
Dann fahre ich wieder zum Schlag hin, hole den 18-Tonner weg, den habe ich da ja stehen lassen, falls das nicht funktioniert. Aber den abgekippt hatte ich den ja. Den fahre ich dann nach Hause, dann fahre ich wieder hin und dann hole ich den Mengele mit dem restlichen Erntegut. Und dann, danach irgendwann morgen oder so, wenn ich den letzten Wagen über die Waage hatte, dann kann ich auch mal zusammenrechnen und den erschreckenden, ich fürchte erschreckenden Ertrag. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe noch, wie gesagt, da bin ich noch nicht zugekommen. Aber es macht einen Mordspaß. Also Jungs, hammergeil, dass ihr das durchgezogen habt. Auch wenn es jetzt so spät geworden ist, mein Gott. Aber Spaß war das. Spaß war das, ey. Später. Zack, schnell wieder zurück. Die letzten paar Meter. Gleich ist auf diesem Schlag Erntefest. Naja, das Stroh muss ja auch noch runter, ne? Aber. Ja. Er hat durchgehalten. Ich gestehe offen. Ich hab's nicht geglaubt. Eine gelungene Ernte, ne? Ja. Prost. 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 Scheiß laut, kann man mich hören? Moment. So, ich glaube, jetzt kann man mich hören. Das ist einfach, ich kriege das immer noch nicht zusammen, wie geil das war. Ja, wir haben noch ein schnelles Feierabendbier getrunken, habt ihr ja gesehen gerade, und die Jungs essen noch schnelles Eis. Ina sitzt da noch eben mit denen und hat ein Eis ausgegeben. Ich muss jetzt eben mit meinem Vater hier noch die Beregnung in Gang kriegen. Ich freue mich gleich erstmal auf den Feierabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es, wie gesagt, mega geil. Das war ein mega Fortschritt. Und Lukas und die anderen beiden, hammergeil. Also, bis zum nächsten Mal. Gerne abonnieren, ne? Und sowas alles gefällt mir. Bis zum nächsten Mal, reinhauen. Würsing! Ja, moin, was macht ihr denn hier?